Mein Name ist Daniel Huber. Ich bin Vorstandsvorsitzender der Peter Huber Keldemaschinenbau AG, einem Familienunternehmen, das 1968 gegründet wurde. Und meine Aufgabe im Vorstand ist das Marketing. Darum kümmere ich mich. Das macht mir viel Spaß. Mein Vater hat die Firma 1968 gegründet. Er war seinerzeit der zweite Keldeanlagenbauermeister in Süddeutschland und hat seine ersten Sporen im Bereich Maschinenbau verdient. Er hat dann später in der Laborbranche angefangen, Keldesätze zu liefern und in dem Labor die Marke Huber aufgebaut. Mein Vater war bekannt dafür, dass er immer sehr kleine Keldeanlagen baut, weil Platz im Labor sehr wichtig ist. Das gilt auch heute umso mehr. Und er war ein Pionier in der Keldetechnik. Er hat die ökonomisch sinnvollsten Geräte gebaut, also wenig Leistung für viel Output, wenig Energieverbrauch, wenig Wasserverbrauch. Und damit haben wir uns einen Markennamen gemacht. Huber steht für klein, für besonders tiefe Temperaturen, für besonders hohe Temperaturen und für absolut genaue Temperaturprofile. Das machen wir und da sind wir ganz stark in der Branche. Wir haben uns in den letzten Jahren sehr stark internationalisiert, haben Tochterunternehmen in Indien, in der Schweiz, in Amerika, in England, in Irland und jetzt bald in China aufgebaut. Und die Globalisierung treibt uns an. Unsere Kunden bezeichnen uns als Technologieführer, weil wir umweltverträgliche Kältemaschinen bauen. Wir haben eine sehr, sehr hohe Dynamik in den Geräten. Die Temperaturänderungsgeschwindigkeiten, also Kelvin pro Minute, sind extrem hoch, nicht vergleichbar am Markt. Und damit können wir sehr viele Applikationen weltweit optimal einfahren und einregeln. Mit unserer Unistar-Technologie decken wir kleinste Massen ab, aber wir können auch Produktionsmaßstäbe temperieren. Also wir sprechen von einem professionellen Scale-up. Das ist sehr interessant, weil ein Research-Chemiker genau die gleichen Knöpfe nachher drücken kann, wenn er in der Produktion sein Produkt herstellen möchte. Dazu haben wir ein User-Interface geschaffen, den Pilot One, der in vielen Sprachen bedienbar ist. Er arbeitet wie ein Smartphone der heutigen Generation, sehr, sehr userfreundlich. Der User findet sich sehr schnell zurecht, kann Temperaturprofile fahren, er kann alle möglichen Schnittstellen ansteuern. Wir sind mit dem Thema Industrie 4.0 unterwegs, bieten den neuesten OPC-UA-Treiber an und sind damit vernetzbar mit der ganzen Instrumentalwelt, die heute gebraucht wird. Unser User-Interface heißt Pilot One. Ein Regler für sehr viele Geräte. Den setzen wir in unseren Unistaten ein, in unseren offenen Bädern, aber auch in unseren Chillern. Der Pilot One ist zu bedienen wie ein Smartphone. Der User findet sich sehr schnell zurecht. Und wir bieten über 10 verschiedene Sprachen an, die der Kunde auswählen kann. Wir sind in den letzten Jahren sehr stark gewachsen durch die Internationalisierung und haben uns in einem Bereich mit einem zusätzlichen Partner vergrößert. Und zwar geht es um die Firma Van der Heijden Labortechnik in Dörentrup. Die machen ganz spezielle Chiller für die analytische Industrie. Und mit der Technik haben wir unser Portfolio so erweitert, dass wir zusätzliche Märkte global ansprechen können. Unser Ziel in den nächsten Jahren ist gesundes Wachstum. Wir haben Rekordmarken erzielt in den letzten Jahren. Über 50 Millionen Umsatz zum 50-jährigen Jubiläum. Das wollten wir dem Firmengründer, unserem Vater, bieten. Und das haben wir geschafft. Darauf ist die ganze Mannschaft stolz. Und so wollen wir in Zukunft auch uns weiterentwickeln.